Vorlesung meiner Vorrednerin so derart kreativ wäre. Und glauben Sie mir, es liegt mir wirklich fern, die Frau Innenministerin da zu unterstützen, aber manchmal verstehe ich, dass man mit dem Koalitionspartner irgendwie ein gewisses Problem geht. Wenn das Ihr Ernst ist, was Sie da jetzt vorgelesen haben von Ihrem Manuskript, dann stelle ich mir ernsthaft die Frage, warum denn niemand so ehrlich ist und so fair ist und sagt, es geht hier gar nicht um Asyl, es geht um Einwanderung. Dann können wir doch hergehen und sagen, schaffen wir doch Einwanderungsbestimmungen in der Europäischen Union nach Österreich, dann ersparen wir uns den ganzen Zirkus. Wir sprechen hier allerdings von Asyl. Und was ist Asyl? Das werden Sie ja wissen. Asyl ist der Schutz auf Zeit für Menschen, die verfolgt sind. Aus welchen Gründen auch immer, das ist klar definiert. Egal ob aus religiösen, aus rassischen, aus politischen oder sonstigen. Zu sagen, auch jene Menschen, die zu uns kommen und deren Asylantrag hier abgelehnt wird, müssen wir selbstverständlich den Aufenthalt hier finanzieren. Und weil das wäre so schlimm, wenn die obdachlos sind. Bitte schön, was ist denn das für ein Rechtsverständnis? Jemand, der in dieses Land kommt und die Voraussetzungen nicht erfüllt, dem muss ich leider Gottes sagen, es ist schön, dass du hier warst, aber leider Gottes erfüllst du die Voraussetzungen nicht. Du musst wieder nach Hause fahren. Das ist doch ein selbstverständlicher Zugang. Ich verstehe nicht, warum man sich da dermaßen selbst in den Sack lügt, und ich verstehe es bei Ihnen speziell nicht, warum man sich so in den Sack lügt. Wissen Sie, wenn Sie sich die Zahlen anschauen der letzten Jahre, Frau Innenministerin wird das sicher besser im Kopf haben als ich, aber knapp 70% aller Asylanträge in Österreich wurden im Endeffekt abgelehnt. 70%, das heißt im Umkehrschluss, 30% der Leute, die nach Österreich kommen und die um Asyl ansuchen, haben auch berechtigte Gründe, um hier in Österreich und in weiterer Folge in der Europäischen Union auch diesen Schutz zu bekommen. Und selbstverständlich, und dazu bekennt sich jede Partei hier im Haus, und es ist auch gut, dass sie sich dazu bekennt, Leute, die verfolgt sind und die Schutz brauchen, die werden diesen Schutz auch bekommen. Und sie sollen ihn in Österreich bekommen und sie sollen ihn in jedem Staat Europas bekommen, und zwar zu menschenwürdigen und den menschenentsprechenden und lebbaren Verhältnissen. Aber ich kann doch nicht hergehen und hier mit der Tränendrüse quasi einen Freibrief aufstellen, so nach dem Motto, naja, es ist an sich egal, weil da kommen jetzt so viele Flüchtlinge, wir sprechen ja immer nur von Flüchtlingen. Warum sind wir nicht so ehrlich und sprechen wir von Einwanderern? Warum sind wir nicht so ehrlich und sagen, dass Menschen heute dieses Stichwort Asyl für Einwanderung verwenden wollen? Und dass es Bestrebungen gibt in der Europäischen Union, und da kann man jetzt verschiedenster Meinung sein, dann kann man jetzt sagen, das, was die Frau Innenministerin macht, ist gut oder schlecht, ich habe da auch meine eigene Meinung dazu, aber hier einfach im Bausch und Bogen zu sagen, das sind alles Flüchtlinge. Ja, was heißt, sie sind alles Flüchtlinge? Ich stelle mir ja ernsthaft doch die Frage, wie es denn dazu kommt, dass wir vor allem auch in der politischen Debatte laufend davon sprechen, dass so viele syrische Flüchtlinge kommen und die kommen dann ganz eigenartigerweise übers Mittelmeer nach Italien. Ja? Das ist schon ein bisschen bemerkenswert. Wenn Sie sich nämlich dann die Fotos anschauen, gerade jener, die dann mit diesen nicht hochseetauglichen Booten übers Mittelmeer kommen, da werden sie drauf kommen, na, viele Syrer sind da nicht dabei. Viele Syrer sind da nicht dabei. Da sind hauptsächlich junge, kräftige Männer dabei. Und man sollte sich das vielleicht auch einmal, und man sollte sich vielleicht das auch einmal vor dem Gesichtspunkt anschauen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich verstehe Ihre Hysterie. Angesichts der steigenden Ergebnisse ist mir das auch klar. Man sollte sich vielleicht auch mal die Frage stellen, ob nicht die Bestrebungen, den Arbeitsmarkt für Asylwerber zu öffnen, in direktem Zusammenhang damit stehen, dass wir seit Monaten einen verstärkten Asylwerberstrom nach Europa haben. Stellen Sie sich die Frage einmal. Und stellen Sie sich die Frage einmal, ob es da nicht vielleicht auch wirtschaftliche Interessen gibt, die da dahinter stehen. Und da spreche ich jetzt nicht von den Schleppern. Da spreche ich nicht von den Schleppern, von den Verbrechern, die menschliches Leid nutzen dafür, dass sie sich daran bereichern. Von denen spreche ich nicht. Teilweise sitzen die Verbrecher nämlich im eigenen Land. Das sind nämlich die, die davon profitieren und die dann nämlich auch wirtschaftlich davon profitieren, von diesem Leid. Und dann haben wir eine politische Klasse in diesem Land, die mit einer Naivität an die Dinge herangeht, dass man sich nur die Haare raufen braucht. Sagen Sie mal, ist Ihnen das völlig egal, dass ein Gutteil der Bevölkerung da nicht mehr mitmachen möchte? Ist Ihnen das völlig wurscht? Wir fühlen uns ja selbst ad absurdum als Politiker. Und wenn wir so weiter tun, dann haben wir irgendwann einmal Bestrebungen in diesem Land, dass der Demokratie die Lösungskompetenz abgesprochen wird. Und das ist etwas, vor dem sollten wir uns alle fürchten, völlig egal, welche politische Farbe wir haben. Das ist nämlich eine Gefährdung der Demokratie in diesem Land. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
Da hat sich noch Hans-Jörg Jenewein von der FPÖ Wien dazwischen gemeldet. Unter dem Titel Asyl würden viele Wirtschaftsflüchtlinge nach Europa kommen, meint er.